Hallo, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie haben noch nichts gegessen, Quinlan. Hab mir schon gedacht, dass Sie früher oder später hier antanzen würden. Die Story lässt Sie einfach nicht mehr los, wie? Ich glaube, wir alle haben genug von dieser Story, Magnotta. Lassen Sie keine Souvenirs mitgehen, Quinlan. Dieselbe Handschrift wie die anderen? Schlaues Kerlchen. Schauen Sie sich um, Arschloch. Der Fall ist noch blutiger als die anderen beiden. Alles ist vollgespritzt, widerlich. Schon irgendwelche Spuren? Keine Anzeichen gewaltsamen Eindringens, kein Durcheinander. Zwei Sätze Fingerabdrücke, ihre eigenen und die ihrer Mutter. Das Einzige, was fehlt, sind die Eingeweide dieser Frau. Irgendwelche Zeugen? Der Typ muss vor Blut getrieft haben, selbst wenn es 3 Uhr morgens ist. Wir sind hier in Greenwich Village. Irgendwer muss ihn gesehen haben. Soweit ich weiß, gibt es nur eine Zeugin. Und die fühlt sich dummerweise im Moment etwas indisponiert. Die Sache ist unglaublich abartig. Wer ist das Opfer? Ihr Name ist Stein. René Stein. 43 Jahre. Redakteurin beim Buchverlag Knopf. Irgendeine Verbindung zu den anderen? Kann man nicht sagen. Estevez war Programmierer. Mendler hatte eine Reinigung. In 48 Stunden sind wir schlauer, aber hier scheint keine Verbindung zu existieren. Warum ist Ihr Computer eigentlich noch an, Magnotta? Sieht aus, als wäre sie mit der öffentlichen Bibliothek verbunden gewesen. Ich möchte Ihnen mal eine Frage stellen. Haben Sie von Ihrem Brieffreund in letzter Zeit mal wieder Post bekommen? Er schreibt nach der Tat, nicht vorher. Das sollten Sie wissen, Magnotta. Ich würde Ihnen nichts verheimlichen. Natürlich nicht. Sie waren immer anständig, haben Ihre Informationen mitgeteilt. Doch nicht nur mir, sondern Millionen anderer dummerweise auch. Ich hätte Sie einbuchten sollen, als Sie den ersten Brief ohne unser Wissen veröffentlicht haben. Jetzt reicht's. Die Audienz ist beendet. Hier gibt's nicht mehr zu sehen als an anderen Tatorten auch, bis auf ziemlich viel Körperflüssigkeit. Sie sollten eigentlich nichts anfassen, habe ich nicht recht? Ich glaube, dieser Fall ist mir an die Nieren gegangen. Objekt in Datenbank gescannt. Der abgebrühte Karl Stasiak. Also diese Art von Treffen müssen bald ein Ende haben. Karl! Tut mir leid, Quinlan. Was hast du gesagt? Irgendein Unterschied zwischen diesem Mord und den beiden anderen? Absolut identisch. Absolut identisch. Wieder ein Präzisionsschnitt. Eine perfekte Gerade. Die Art, wie der Brustkorb entleert wurde und wie alle Organe im ganzen Raum verstreut liegen. Es ist also derselbe Killer? Hundertprozentig. Sämtliche Organe sind minutiös klein geschnitten. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wirklich scheußlich. Irgendwelche Hinweise auf den Tathergang? Frag mich besser nicht. Du denkst vielleicht, dass ich mich inzwischen an solche Anblicke gewöhnt habe, aber dem ist nicht so. Wer das getan hat, ist mehr als nur verrückt. Der Typ ist der Teufel. Irgendwelche Fortschritte bei den Ermittlungen? Wer weiß. Aus Magnotta ist so gut wie nichts rauszubekommen. Und wenn er eine Spur hat, behält er sie todsicher für sich. Er fürchtet nichts mehr, als seine Prämie zu verlieren. Du arbeitest seit vielen Jahren für Magnotta, Karl.
Was sagt dein Instinkt? Irgendwas nervt ihn, aber das muss ich gerade sagen. Ich habe Albträume von dieser Geschichte. Ich bin seit 22 Jahren Polizeifotograf. Aber noch nie ist mir etwas so nahe gegangen. Ich kann schon nicht mehr schlafen. Ach, du hättest nur Urlaub nötig, das ist alles. Ja, ich hoffe, du hast recht. Hast du eine Ahnung, welche Waffe er benutzt? Sieh dir diese Schweinerei an. Es war ganz bestimmt etwas Großes. Ein Schwert, eine Machete oder sowas. Mit deinem Dolch kannst du Muskeln und Knochen nicht so einfach durchschneiden. Und welche Kraft man aufbringen muss, um so zu schneiden. Er muss ein kräftiger Bursche sein. Kennst du Vic Farley? Ja, der Pathologe vom Metacock. Er weiß einiges mehr über Mordwaffen als ich. Er kann dir was sagen. Eintreffende Wegmeldung. Ich bin's, Quinlan. Hallo, meine Schöne. Hallo, Jake. Und wie sieht's denn aus? Sehr blutig, würde ich sagen. Unterschiede zu den anderen Fällen? Nur der Name des Opfers. Jake, hör zu, ich muss nochmal weg. Gibt's was Neues über den Ripper? Möglich wär's, vielleicht ist es auch eine falsche Spur. Warte in der Redaktion auf mich. Ich ruf dich an, sobald ich was weiß. Sag schon, was los ist. Ich kann jetzt nicht, vertrau mir. Wer ist hier der Chef, hä? Wenn ich an letzte Nacht denke, dann ich. Soll das heißen, dass du mir ab jetzt nicht mehr sagst, was du vorhast? Falls du in einer Stunde nichts von mir gehört hast, kannst du in meinem Apartment auf mich warten. Schenk dir schon mal einen Whisky ein. Catherine! Ich mache hier nur meinen Job, Quinlan. Schlimm genug, das alles hier mit anzusehen, da musst du mir nicht auch noch über die Schulter gucken. Hier los, Ben. Hat Catherine was über den Ripper rausgefunden? Keine Ahnung. Ich dachte, du leitest in diesem Fall die Recherche. Das dachte ich auch. Weißt du, was sie vorhatte? Sie ist deine Assistentin, frag mich nicht. Sie ist hier ausgerannt, als ob der Teufel hinter ihr her wäre. Ist noch eine Nachricht vom Ripper gekommen? Nein, er schickt sie an dich und an niemanden sonst, das weißt du. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten. Catherine und ich lernten uns bei der Arbeit kennen. Obwohl mir bewusst war, dass Liebe und Arbeit nur schwer unter einen Hut zu bekommen sind, dauerte es nicht lange, bis mehr daraus wurde als eine berufliche Beziehung. Eigentlich war sie meine Assistentin, aber sie verhielt sich langsam so, als sei es ihre Story. Welche Spur sie auch hatte, ich hoffte nur, dass das alles nicht über ihren Horizont gehen würde. Eintreffende Wegmeldung. Ursprung unbekannt. Hallo, Boss. Hast du schon meine Arbeit von heute Morgen gesehen? In deiner Story schneiden die Bullen viel zu gut ab. Keiner von euch weiß, wie ich es mache. Auch du wirst es niemals erfahren. Du solltest deine Freundin nicht die ganze Arbeit machen lassen. Sie ist in meiner Nähe. Das ist kein Scherz. Du bist als Nächste dran. Du solltest wissen, heute ist es soweit. Es ist deine Story. Viele Grüße. Der Ripper. Catherine! Quinlan! Wo willst du hin? Quinlan! Quinlan! Normalerweise brauche ich eine Stunde, um diesen Teil von Manhattan zu durchqueren. Ich schaffte es in 20 Minuten, indem ich mir persönlich einen Tritt in den Arsch dafür gab, dass ich Catherine allein hatte weggehen lassen. Ich hatte wahnsinnige Angst, als ich dort ankam, aber in ihrem Apartment war soweit alles in Ordnung. Das heißt, bis ich Catherine sah. Catherine, was ist hier eigentlich los? Was ist mit dir? Was ist passiert? Catherine! Der Ripper! Catherine, was hast du? Catherine, nein! Bitte, bitte sag doch was! Catherine, oh mein Gott! Oh, Catherine, bitte sag was, bitte! Verflucht! Catherine! Die gute Nachricht war, dass Catherine noch lebte. Die schlechte Nachricht,
Ihr Koma war tiefer, als irgendjemand für möglich gehalten hätte. Der ewig hilfsbereite Detective McNotta hatte sie in das Tribeca-Zentrum für kognitive Studien gebracht, auch unter der Bezeichnung Metacog bekannt. In der Zwischenzeit schaute ich im Polizeirevier vorbei, um mit einigen Informanten zu sprechen und um Catherines tragbaren Wag abzuholen. Ich hoffte, dass sie mir irgendwie eine Nachricht hinterlassen kann. Hey, Quinlan. Der Ripper hat wieder zugeschlagen. Jetzt können wir wieder einen Artikel von dir auf der Titelseite bewundern. Ein Mord auf Seite 1 macht sich gut. Ja, es sei denn, ihr locht den Kerl sofort ein. Dann darf ich nur noch eine Kurzmitteilung auf Seite 12 schreiben. Das tut mir leid mit deiner Kollegin. War ein nettes Mädchen. Man konnte gut mit ihr plaudern. Sie ist hier gewesen? Sie kam andauernd vorbei. Sie hat doch die Laufarbeit für dich gemacht. Oh ja, natürlich. Ich kann ja nicht alles machen, oder? Was ist mit der Bibliothek? Da wurde Stein zuletzt lebend gesehen. Alle Daten aus den Bibliotheken sind routinemäßig kopiert worden. Auch die Cyberspace-Dateien und ähnliches Zeug. Wunderbar. Und wie komme ich an diese Informationen ran? Hey, Quinlan, die Bibliothek ist öffentlich. Wir haben die Daten kopiert, mehr nicht. Es ist noch alles da. Ich weiß auch nicht. McNotta war am Tatort nicht so ganz bei der Sache. Da hast du aber Glück gehabt. Scherz beiseite. Irgendwas war sehr merkwürdig. Wieso merkwürdig? Also, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat absichtlich ein Beweisstück vernichtet. Tja, das wäre nicht das erste Mal. Er hat sowas schon öfter gemacht? Ja, er hält sie gern zurück, er zerstört sie, er versteckt sie, was ihm so einfällt. Und jeder weiß davon? Na klar, er ist der König im Kopfgeld kassieren und der Chef bekommt die Hälfte ab. So läuft der Laden, was soll man da schon machen? Tja. Gibt's was Neues von der Gerichtsmedizin? So wie es aussieht, hat der Pathologe aus dem Metacog eine ganz schlüssige Theorie. Er denkt, dass der Ripper sowas wie ein Nano-Equipment benutzt hat. Das ist unsere heißeste Spur. Nano-Equipment? Ja, genau. Weißt du, Lou, es ist, glaube ich, an der Zeit, einen Fotografen zu bestechen. Wo ist Stasiak? In Wyoming. Ach, komm schon, Bren. Es ist wichtig, ich muss mit ihm reden. Er hat vielleicht irgendwas mitbekommen. Genau das ist es ja. Er hat zu viel mitbekommen. Das war kein Witz, er ist wirklich in Wyoming. Der Fall hat ihn überfordert, darum hat er sich freigenommen. Stasiak, der hat sonst Nerven wie Drahtseile. Ja, ich weiß. Nachdem Stein ermordet wurde, rief seine Frau an und sagte, Karl hat ein paar Tage Urlaub nötig. Das war alles. Der Kerl ist abgehauen, einfach so. Hat mich nicht mal angerufen. Scheiße. Tja,